Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück. Es gibt eine kleine Planänderung. Ich habe mir jetzt gedacht, dass wir hier jetzt mit dem Gladbach-Projekt, wo wir jetzt zurück sind, ja, ich habe das einfach komplett übertönt, tut mir leid, dass wir das jetzt so machen. Ich werde jetzt 4 Spiele, eins davon werde ich spielen. In diesem Fall wird es das Spiel gegen Darmstadt sein, nächste Woche wird es das Spiel gegen Köln sein. Obwohl DFB-Pokal natürlich auch eine andere Sache ist. Und die anderen 3 Spiele, Leipzig, Bochum und Mainz, werde ich schnell simulieren. Da werden wir nur die Highlights zeigen, wenn es Highlights gibt. Wenn es keine Highlights gibt, wenn jetzt zum Beispiel gegen Bochum 0-0 gespielt wird, werde ich gegen Köln auch noch reingehen. Und dann ist natürlich was anderes. Aber wir gehen jetzt gleich gegen Darmstadt von Anfang an rein. Die anderen werden schnell simuliert. Und wenn außenrum was passiert, dann gehen wir rum. Außer Pressekonferenzen, da muss ich jetzt ja nicht jede mitnehmen. Die Spiele, die ich mache, da nehme ich euch mit natürlich. Jetzt habe ich die von Bayern gerade gemacht. Wir werden auch nächstes Spiel mal mit Player starten, obwohl Botelli halt sehr gute Trainingswerte hat, aber Player steigt langsam immer mehr, ne? Und der ist auch unser bester Torschütze, wenn man sich das hier einfach mal anguckt, ne? Top-Torschütze, bester Spieler ist Jonas Omlin, meisten Vorlagen hat Neuhaus, okay, bei 2 Toren, die wir geschossen haben, ist es auch nicht schwer. Müssen wir mal schauen, wie sich das hier alles entwickelt, und wir müssen endlich unseren ersten Sieg holen, sonst wird es sehr schwer als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Deswegen, ich gehe jetzt direkt in die Woche. Wir sehen uns dann gleich beim Spiel gegen Darmstadt und wahrscheinlich bei der Pressekonferenz, weil wenn sonst noch hier was passieren sollte, womit ich nicht rechne, sehen wir uns dann ansonsten ja direkt beim Spiel bei der Pressekonferenz. Bis gleich. Wir sind jetzt kurz vor dem Spiel gegen Darmstadt. Vince Butelli, natürlich. Wer sonst, wenn nicht er? Bakayoko macht auch gutes Spiel. Frank Honora macht kein gutes. Du hast schlecht trainiert. Ich hoffe, du arbeitest weiter daran. Jordan, ja, was soll ich sagen, ne? Einzelgespräch, Spieler kritisieren. Ja, kann ich nur Verhalten kritisieren. Ducouré. Einzelgespräch, Spieler kritisieren, Training kritisieren. Finger zeigen, ich bin sehr enttäuscht, so. Ermutigt. Wöber, das ist bei dir natürlich noch was anderes. Bei dir sieht es gut aus. Da kann ich halt Arm auf die Schulter legen. Hast gut trainiert und da bist du auch glücklich. Bakayoko, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt aussieht. Du bist ja auch gerade erst gekommen. Da kann ich nur Leistung im letzten Spiel loben und der macht wieder einen super Satz. Also dieser Botelli, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Dieser Junge, der darf bei mir aktuell einfach spielen. Ich meine, er ist ein talentierter Stürmer. Natürlich, dass diese Position, die ich ihm gegeben habe, kompletter Stürmer, kann er nicht wirklich so gut spielen. Deswegen lasse ich ihn jetzt einfach mal das spielen, was er spielen kann. Hier, Stoßstürmer. Angreifen, mach es einfach mal. Bakayoko bleibt da über rechts. Kramer hat sich verletzt. Das Ding ist halt jetzt in der Winterpause, hat sich auch noch Neuhaus verletzt. Der fällt jetzt auch 3 bis 6 Wochen noch aus. Ich habe jetzt Reiz erstmal reingesetzt. Wir können natürlich gleich noch mit Kramer gehen. Da haben wir noch die Möglichkeit. Oder wir gehen auf Hack. Den könnten wir da sogar setzen. Müssen wir mal schauen. Dürren will und Dingsterbumster spielen halt so, wie es läuft. Am 30.06. wechselt Bakayoko ja voll zu uns. Wir haben hier noch mit Dürren will die Möglichkeit. Kone. Wir haben jetzt Kone als Defensiven. Ja. Obwohl ich da sogar Ballerbunder Mittelfeldspieler machen könnte. Aber nein, er soll tiefer Sechster spielen. Da haben wir Weigel da. Du bist da. Vorgezogener Mittelfeldspieler, weil er ist auch noch verletzt und fällt halt in 3 Tagen, kann er wieder komplett einsteigen. Müssen wir mal schauen. Jordan kommt nicht gut ins Training. Warum soll ich Botelli rauslassen, wenn er sich im Training immer so blöd gut zeigt? Es ergibt keinen Sinn für mich, dass ich ihn rauslasse. Wir werden auch jetzt nochmal machen hier. Wir werden nicht auf kontrolliert, sondern auf offensives Spiel direkt gehen gegen die Darmstädter. Wir müssen unseren ersten Sieg holen, weil gegen Leipzig wird es natürlich anders. Da wird es wieder ins defensive Spiel gehen. Hier ist es gerade alles verbuggt, aber keine Ahnung. Er speichert kurz. Und das heißt kurz. Irgendwie brauchen wir 100 Jahre. Und jetzt müsste gleich unsere Pressekonferenz rein. Und dann gehen wir ins Spiel. Und die anderen 3 Spiele werden halt simuliert. Und wir schauen dann rein, was da so auf uns zukommt. Jetzt kommt erstmal die Presse. Ja, natürlich. Hannes Wolf lieber spielen lassen. Gladbach tritt auf Darmstadt. Wir sind die größere Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen. Und ich würde auch sagen, Hannes Wolf hat jetzt auch gut gespielt. Obwohl Hannes Wolf eher für Reiz gedacht ist, ne? Dann halt hochgezogen. Robin Hack könnte das sogar spielen. Dann würden wir das eher so machen, dass wir ihn spielen lassen.
Dürren will, ja, komm, der hat gutes Training gemacht, aber nee, nicht wirklich. Nee. Wir gehen rein in die Pressekonferenz. Let's go. Pressekonferenz teilnehmen. Thorsten Eilers, Sportbuzzers. Darmstadt 98 hat mit dem 14. Platz in der Bundesliga bislang alle Kritiker eines Besseren belehren können, die den Verein vor Saisonbeginn als heißen Abstiegskandidaten gehandelt hatten. Denken Sie, es gibt eine Chance, dass Darmstadt 98 am Sonntag alle Punkte im Merck-Stadion am Böllenfalltor mitnehmen kann? Ich bin zuversichtlich, solange wir uns an unsere Taktik halten. Waren Sie froh, dass Sie nur wenige Spieler für die Länderspiele abstellen mussten? Ich möchte betonen, dass uns trotzdem einige Spieler gefehlt haben und ich darauf gerne verzichtet hätte. Ich bin auf jeden Fall glücklich darüber, dass den Kern der Mannschaft hier gehabt zu haben. Nein, wir sind in einem guten Zustand und es hilft mal an speziellen Dingen arbeiten zu können, um das Spiel vorbereiten zu müssen. Was ist der letzte Stand zu Toni Reis Verletzung? Ich rede ungern über Verletzungen. Nach dem Abgang von Eddie Guerrero müssen Sie bis zum nächsten Transferfenster warten, um ihn ersetzen zu können. Ist das fair? Ich will da keine große Story draus machen. Einigen wir uns darauf, dass er es hinter uns zu lassen. Ist den Gerüchten an Interesse von Gladbach an Karlsruhe ist Tim Rossmann? Ja, das sage ich einfach mal, weil da könnte man drüber nachdenken, wie wichtig sein Spieler mit Lukas Netzphysis bei ihrer Arbeit als Gladbach-Trainer. Er ist klar einer unserer wichtigsten Spieler, das ist auf jeden Fall. Itakura weist einige Qualitäten auf und viele Leute sind der Meinung, dass diese den Unterschied gegen Darmstadt 98 ausmachen können. Teilen Sie diese Meinung? Hat wie Co. kann man sich freuen, ja. Ja, ich habe das gerade alles verkackt, aber ich hoffe, in den nächsten Malen kriege ich das gebacken. Und ja, da könnten wir eigentlich sogar nochmal hier über ihn nachdenken. Ich kann ihn scouten. Offensiver Mittelfeldspieler links mit Schnelligkeit 16 wäre natürlich optimal. 550.000. Wer weiß? Wer weiß? Der junge Mann könnte uns vielleicht weiterbringen. Und wir können ja sowieso nicht alle Spieler halten. Und wenn wir einen Dürren Will verpflichten wollen, müssen wir erstmal das Geld dafür haben. Und wenn der natürlich dann weggeht oder ein Hack weggeht oder ein Wolf weggeht, dann müssen wir schauen, was wir machen. Die unterschreiben alle den Vorvertrag. Das ist halt alles nicht das gleiche Spiel, wie man sich das wünscht. Mustafa wird Profi, offensiver Mittelfeldspieler. Nice one. Ich denke, gegen Darmstadt, Bochum, Mainz müssen wir gewinnen. Und gegen Leipzig könnte es zum Unentschieden reichen. Wir haben ja keine schlechte Mannschaft, das ist das Ding ja. Also wir können hier auf jeden Fall was reißen. Social Feed, fortfahren. Sind wir endlich mal beim Sonntag? Können wir endlich mal unser Sonntagsspiel hier abziehen? Nächste Woche geht es wieder Samstag rein. Und dann ja, Angriffsspiel über die Flügel. Das wird wichtig sein zu trainieren. Das wird sehr, sehr wichtig sein, dass wir uns darum kümmern. Nochmal ein paar Nachrichten. Sie sind alle unzufrieden mit den Trainings. Ja, da muss ich auch nochmal schauen, was man da machen kann, wie man das einstellen kann. Muss ich mich mal schlau googeln. Taktik-Meeting. Wir sollen hier gefühlt alle ändern von offensiv zu ausgewogen. Nein, wir bleiben. Teamauswahl steht außer Scully in Netz bleiben da. Itakura Wöber da. Kone da. Weigel da. Reiz darf starten. Und Dürren Will und Bakayoko starten von Anfang an, obwohl wir einen Player haben, aber. Dieser Junge, der trainiert so stark, deswegen gehen wir rein. Aufgewühlt, denkt, dass seine Anweisungen seltener dribbeln und bestimmte Eigenschaften dribbeln häufig passt nicht zueinander. Okay, da muss ich nochmal schauen. Auf jeden Fall muss ich da nochmal schauen, dass er da was anderes machen muss. So, ab in die Kabine. Ich will jedes Spiel gewinnen. Heute ist es nicht anders. Auf geht's. Perfekt. Wo muss sich Bayern verbessern, nachdem die Mannschaft gegen Gladbach nicht auf der Höhe gewesen ist? Ich denke, wir müssen härter arbeiten, wenn wir wirklich gewinnen wollen. Werden wir es auch tun. Okay. Sind davon überzeugt, dass wir heute einen guten Auftritt zeigen können? Ich weiß, was wir können und ich glaube, dass wir es gut machen werden. Anstoß. Gegen Darmstadt. Aufsteiger. Wichtiges Spiel. Bin echt gespannt, wie das hier abläuft. Ein Netz mit dem Ballverlust direkt. Also, das Spiel geht direkt mit der Möglichkeit für Darmstadt los. Nein. Okay. Wir haben direkt den Ball verloren, ne? Beste Leben. Freistoß für die Darmstädter. Kämpfe. Oh, Omlin steht ziemlich weit rechts. Ja, aber der Ball geht daneben. Nein, es gibt die Ecke. Er hat den gehalten. Okay, krass. Krass, jetzt kommt Holland. Clara köpft drüber, klöpft. Köpft drüber. Komm, nein, wir lassen Gladbach gerade spielen. Können wir kontrollierter spielen?
Übernehmen wir dann das Spiel. Von uns kommt bis jetzt noch keine Chance, ne? Mehr fordern von der ganzen Mannschaft. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Bakayoko. Verliert den Ball, kriegt ihn aber direkt wieder, läuft jetzt über die rechte Seite, ist im 16er und macht ihn selbst, aber schießt daneben. Das gibt Torabschluss, aber das war ja unsere erste Möglichkeit, das ist das Wichtigste. Einmal Schuss in die Nähe vom Tor. Da kommt die nächste Chance. Die nächste Chance. Kone und Scully beide mit der gelben Karte. Das ist natürlich wieder bitter. Besonders wenn es über die Außenverteidiger geht. Aber müssen wir mal gleich schauen, wie sie spielen. Wir kommen immer besser. Mit dem kontrollierten Spiel kommen wir hier gerade viel, viel besser klar. Jetzt Reiz. Da verliert den Ball. Zimmermann, Franjic. Guter Ball zu Hornsack. Also kriegen die wieder die große Chance. Ball in die Mitte wird abgefangen. Dürren will jetzt Netz. Na, kommt nichts raus. Wird kein Konter geben. Jetzt erneut die Ecke für die Gladbacher Kämpfe. Kriegt er den wieder jetzt gut? Wieder. Oh. Da konnte er nichts gegen machen. 1-0 für die Gladbacher, für die Darmstädter. Bitter. Müssen wir jetzt alles geben. Jetzt müssen wir wieder Powerfußball geben. Wieder Darmstadt. Also dieses Spiel liegt mir nicht. Dieses Spiel liegt mir einfach nicht. Wir sind 18. aktuell mit einem Punkt. Der war gerade noch so am Tor vorbei. Halbzeit. Wir gehen zur Halbzeit auf jeden Fall auf ausgewogen. Gehen erstmal in die Kabine. Wir müssen das Spiel besser aufsäumen. Verteidiger. Einzelspieler Weigel. Du könntest noch besser spielen. Schien Vertrauen zu haben. Hier, mit dir kann ich auch noch mal reden. Ach, der ist ängstlich. Erst zweite Halbzeit. Ja, wollen wir auf das kontrollierte Spiel gehen? Wir gehen erstmal auf ausgewogen. Jetzt kommt erstmal direkt die Möglichkeit für die Darmstädter. Oh, Ecke für Sportverein. Ich dachte schon, es gibt Freistoß, weil das wäre Ende für Scully gewesen wahrscheinlich. Jetzt die Ecke direkt nach Wiederanpfiff Kempe. Wird geklärt. Weigel mit dem Ball nach vorne. Ja, Dürren will, kriegt den Ball nicht mehr. Es gibt Einwurf. So. Können wir jetzt hier noch was draus machen? Ey, wir müssen kontrollierter spielen. Manu, wird geklärt. Holland jetzt. Die bleiben halt im Ballbesitz. Das ist das Ding. Wir kriegen ihn nicht geklärt. Rüber. Und es gibt wieder Ecke. Es gibt wieder Ecke. Wir müssen mal schauen. Scully kommt gar nicht klar mit Rüber. Kone, Kramer kommt rein. Muss halt ein bisschen reinkommen. Und wir bringen, ja, Botelli, von denen sehe ich gar nichts. Player. Vielleicht kann er wieder ausgleichen. Hört er Aufmerksamkeit zu, spielt ganz okay. Dreifachwechsel. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Botelli, das Ding ist halt, er trainiert immer gut, darf auch starten, aber von ihm kommt nichts. Und vom Player kommt, er kommt dann von der Bank und schießt sein Ding. Alter. Es gibt erneut Ecke. Karma, kannst du was aus dieser Position jetzt machen? Clara kriegt den auch noch. Plankt ihn wieder rein. Omlin fängt ihn gut ab. Verzögert das Spiel. Jetzt Bader. Kempe. Die können machen, was sie wollen, Gott. Wir müssen alles auf eine Karte setzen jetzt. Alles auf den Angriff. Manu. Und da kassieren wir einfach das 2 zu 0. Wie bitter ist das? Wie bitter ist das hier? Ausgerechnet gegen die, wo wir gewinnen müssen. Und weiter nur Darmstadt. Alter, ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Bakayoko, Ngumu kommt rein. Hannes Wolf kommt für Dürrenwil und für Reiz kommt Robin Hacker. Das kann ich nicht mehr machen. Dann darf warte. Änderung zurücknehmen. Nochmal rein. So. Bakayoko ist ängstlich. Ngumu kommt rein und Hack darf für Reiz rein. Bestätige Wechsel. Mit denen rede ich auch nicht.
Ja, ist noch die Chance von denen. 3-0. Hoffe nicht. Bader. Bader. Kann reinflanken. Omlin boxt ihn raus. Weigel, Kramer. Guter Ball, Player. Spielt so weit zurück zu Itakura. Ist die Situation noch im Game? Reiz. Letzte Aktion jetzt im Spiel von dir, oder was? Bakayoko. Bakayoko. Okay. Der bleibt drin. Bakayoko macht sein Debüttor. Wir werden dann Dürren Will rausnehmen, weil er nicht ganz in Form ist. Hannes Wolf kommt rein und Robin Hack kommt für Reiz rein, der ängstlich ist. So, ihr könnt frei aufspielen. So machen wir das. Jetzt die Möglichkeit, Netz. Können wir was machen? Wird nicht geklärt. Manu, jetzt wieder Darmstadt. Darmstadt wieder. Ah, so viele Spieler. Korb fängt den Ball gut ab. Korb macht einen guten Job. Itakura baut ihn wieder ab. Diesmal über Hack. Hack über Weigel. El Capitano. Ja, Bakayoko mit dem guten Auge für Player. Player, aber auch Schun. Player direkt auf Schun. Ab der 70. muss ich auf volle Power gehen. Aber jetzt erstmal Bakayoko mit dem guten Ball. Den kriegt Bakayoko wieder. Kann ihn wieder reinbringen. Wöber, der zurück über Weigel, wieder Wöber, Itakura, Bakayoko, Player, an die Latte oder an den Pfosten, ich weiß nicht, was das jetzt genau war. Das wird Einwurf geben. Bitte. Spielen wir noch ein bisschen so, weil es sieht ja gut aus. Schuhen jetzt mit dem weiten Abstoß. Wird abgefangen. Bade aber. Leider die Gastgeber. Oh, Hansack, jetzt ist durch. Hansack ist durch. Gerade haben wir da Probleme gehabt mit der Position. Und da ist das Ding. Tim Schkake macht einfach das 3 zu 1. Jetzt müssen wir auch vollen Angriff geben. Mehr fordern, ganze Mannschaft. Come on, let's go. Es gibt keine Alternative. Wir verlieren hier 3-1 gegen Darmstadt. Wir müssten das Spiel gewinnen, aber wir machen es nicht. Kramer. Was ist das? Was ist das? Kramer, ehrlich. Weigel fängt den ab. Player jetzt. Spielt den Ball 100 Kilometer nach hinten. Hack. Schuss, okay. Er versucht es wenigstens. Es kommt nichts von uns. Weiterhin nur Darmstadt. Wir haben gut gespielt zwischendurch, aber. Aber es war nichts. Wenn wir nicht jetzt noch so eine Chance kriegen, dann verlieren wir das Ding hier auf jeden Fall auch. Ja, komm, gehen wir auf kontrolliert und hoffen einfach das Beste. Es kommt einfach gar nichts von uns. Wird natürlich abgefangen, Korb, Wöber. Kommen wir nochmal ran, holen wir nochmal den Unentschieden. Weigel, Hack. Spielt zu weit nach hinten. Die spielen zu weit über hinten rein. Bakayoko mit dem Schuss. Hol nochmal die Ecke. Aber Ecken sind nicht unsers. Ecken sind nicht unsers. Von Anfang an kontrolliert spielen müssen. Wir müssen auf dieses Mittelfeld, nicht auf diese Offensive gehen, sondern auf dieses kontrollierte Mittelfeld. Wir verlieren hier 3-1 gegen Darmstadt. Lächerlich. Lächerlich. Das ist zu wenig von uns. Wir fehlen einfach wie die Worte, wie wütend mich das macht. Das Spiel ist vorbei. Ich will nicht weiter darüber diskutieren. Wir werden sehen, was der morgige Tag bringt. Ich sage einfach das Gleiche. Die können mich kreuzweise. Pressekonferenz hier. Da gehen wir noch rein. Ich beginne mit einer Frage. Ja, komm. Wie bewerten Sie diese Taktik stark? Meiner Ansicht nach war das nichts Besonderes. Aber ich bin sicher, dass es Leute in den Channel gibt. Ja, bla bla bla. Es war eines dieser Spiele, an denen ich viel lernen kann. Das freut mich immer. Wir können uns nur auf uns selbst konzentrieren. Es gibt nie einen guten Zeitpunkt, um sich einen Gegentreffer zu fangen. Aber stimmt es so, dass kurz vor der Halbzeit ein besonders schlechter Zeitpunkt ist? Ich musste meine Pläne komplett über den Haufen werfen, ja. Finden Sie auch, Honzak hat heute ein brillantes Spiel gemacht. Wir haben ihn gut aussehen lassen, damit bin ich nicht zufrieden. Nachdem Kovac heute Itakura beobachtet hat, würde ich gerne wissen, ob Sie einen Verkauf an Wolfsburg in Betracht ziehen. Ich habe kein Interesse, ihn zu verkaufen. Können Sie uns verraten, warum Ihr Team meistens auf die Art und Weise spielt, wie Sie spielen? Es gibt zu viele Gründe, um das jetzt genau zu diskutieren. So, ich gehe weiter. Wir sehen uns gleich beim Spiel gegen Leipzig in der Hoffnung, dass es da wenigstens besser läuft. Fertig gemacht von
Leipzig. Schauen wir uns jetzt mal die Tore an und ja, was soll ich dazu sagen? 3-0 habe ich mit gerechnet. Ich bin auch aufs Defensiv gegangen. Die haben sogar nach 55 Minuten noch die rote Karte gekriegt. Aber was hat uns das gebracht? Es geht rein mit in Luca Netz mit dem Eigentor. Hier, ah nee, Tor für Rasenball. Timo Werner das erste geschossen. Das zweite war Schlager und das dritte war das Eigentor. Jetzt kommt Sava, Schlager, ja, auch schön in die Ecke. Und dann kommt das bittere Eigentor in der ersten Halbzeit, was das auch das letzte Tor des Spiels war. Und damit, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es läuft nicht wirklich gut. Wir gehen dann weiter in die Woche und sehen uns dann gleich bei den nächsten Spielen. Ja, Kone hat sich verletzt. Natürlich bitter. Sieg stellt Rose zufrieden. Wir wurden abgeschlachtet. 5 Spiele in Folge ohne Sieg. Alter, wir haben gegen Augsburg 1-0 verloren und das 3-1 gegen Darmstadt ist bitter. Ja, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Spiel gegen Bochum in der Hoffnung, dass es da besser läuft. Das Spiel. Wir spielen 1-1 gegen Bochum. Der Wurm ist einfach drin. Der Wurm ist einfach drin. Aber was Gutes ist, Botelli hat sein erstes Tor geschossen. Also er macht weiter eine super Trainingsleistung. Er macht auch hier direkt das 1-0 anscheinend. Da drin will Botelli und dann macht er das wichtige 1-0 für uns. Aber es gibt direkt die Antwort darauf von Pacienza. Und damit spielen wir 1-1 gegen Gladbach. Ja, es ist halt bitter. Es ist halt bitter. Aber ja, was soll ich machen? Wir haben unseren zweiten Punkt, sind aber weiterhin da und müssen jetzt gegen Mainz ran, die eine sensationelle, sensationelle 6 Spiele spielen hier. Wenn man guckt, 6 Spiele, 7, 3 Siege, 2 Unterschiede, 1 Niederlage und ausgerechnet gegen die müssen wir jetzt im letzten Spiel des Spiels. Nach Remis 6 Spiele sieglos. Und ja, wir haben Punkte gekriegt. Botelli hat sein erstes Tor geschossen. Der macht auch sensationelles Training. Das ist unglaublich, was der leistet. Wir müssen halt schauen, wie wir das im nächsten Spiel über den Platz kriegen. Vielleicht gehen wir mit Scully und Netz noch ein bisschen defensiver und hoffen einfach, dass das dann besser läuft von der Defensive her. Machen wir jetzt nochmal Kurs und dann schauen wir mal so. Und bei dir sieht das auch alles noch gut aus. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Spiel gegen die Mainzer. Da ist es. Da ist es. Gegen Mainz in der Pressekonferenz hatte ich eine große Fresse und da kommt es in der ersten Halbzeit. Wöber macht sein Tor für uns und wir gewinnen das Spiel gegen Mainz. Holen uns unseren ersten Sieg zu Hause nach 17 Minuten und gehen direkt auf den Relegationsplatz. 5 Punkte. Sind jetzt nur noch 4 Punkte von Leverkusen entfernt. Halt, die Saison ist halt noch jung, ne? Da kann noch viel passieren. Aber wir haben unseren ersten Saisonsieg. Kovac weiterhin im Borussia-Park gegen Itakura. Gladbach, Wöber führt uns zum Sieg. Beckmanns Taktikspiel zahlt sich aus. Gladbach besiegt Mainz im engen Spiel. Und ja, ich bin mehr als glücklich. Wir haben unser erstes Spiel gewonnen. In der nächsten Folge werden wir dann nochmal schauen. Wahrscheinlich wird das, ja, Köln wird dann das Spiel sein, was wir auf jeden Fall schauen. Bei Köln gegen Gladbach, das ist halt was Besonderes, finde ich persönlich. Und wenn man sich das anguckt, ja, Rhein-Derby gegen Gladbach, Rhein-Derby gegen Leverkusen, gegen Düsseldorf, gegen Fortuna Köln. Erzrivalen Gladbach, lokal sogar. Also das wird unser Spiel. Die sind aktuell 14. in der Bundesliga. Wir können sie sogar dann in der Tabelle einholen. Wenn wir sie besiegen, können wir an Köln vorbeikommen. Die halt noch spielen müssen, wenn sie jetzt nicht gewinnen am Wochenende. Gegen wen müssen sie das nächste spielen? Gegen Leverkusen. Was ich nicht denke, aber wer weiß, wer weiß. Hier würde ich auf jeden Fall die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns Montag wieder, wenn nicht was dazwischen kommt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Abo da und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass